Hallo zusammen, ich habe hier einen Dometic-Kühlschrank CRX 50. Und dieser Kühlschrank sei 6 Monate gelaufen und jetzt kühlt er nicht mehr. Ich habe ihn angeschlossen an 12 Volt. Der Kühlschrank, der Kompressor läuft. Der Ventilator hier läuft auch. Wir hören jetzt hier den Kompressor, aber ich kann natürlich auch schauen ob der Kompressor läuft. Wichtig, ihr müsst einen Kreuzschlitzschraubenzieher nehmen, Größe 1. Den Griff könnt ihr ins Ohr halten und die Spitze hier drauf, dann hört ihr, wie der Kompressor innen drin läuft. Diese Leitung hier, das ist die sogenannte Druckleitung. Die geht also vom Kompressor hier rein und diese wird ganz schwach warm. Das heißt, dieser Kühlschrank gibt keine Wärme ab und somit kann er auch nicht kühlen. Ich probiere euch das zu erklären. Das ist der Kompressor. Der fördert hier rein. Hier hat es noch so einen Messanschluss, da komme ich dazu. Und hier geht es in diesen Drahtrohrverflüssiger. Hier habe ich dann einen Ventilator. Machen wir so nicht ganz richtig. Und hier habe ich einen Filtertrockner. Hier habe ich ein Kapillarrohr. Also ein dünnes Rohr, circa 3 Meter lang. Da habe ich im Kühlschrank drin wieder eine Schlange und die geht hier drauf. Und das hier ist der Kühlschrank plus 5 Grad Celsius und der Rest ist draußen. Das heißt, wenn der Kompressor hier drückt, müsste es hier an dieser Leitung ein bisschen warm werden. Und dieser Wärmetauscher gibt die Wärme ab. Hier habe ich einen Filtertrockner und dann das Kapillarrohr. Wir sehen hier der Thermometer, er ging jetzt in einer halben Stunde von 19 Grad auf 18 Grad runter. So ein bisschen kühlen tut's. Ich habe hier eine Einstechzange. Ich habe hier keinen Messanschluss. Aus diesem Grund habe ich hier so eine Zange, die ich an Dorn anschließen kann. Und dann kann ich hier den Druck messen und hier direkt Kältemittel einfüllen. Also hier kann ich noch ein bisschen Kältemittel einfüllen, es nützt aber nichts, weil auch wenn jetzt noch mehr Kältemittel drin ist, ich habe jetzt 50 Gramm zusätzlich gefüllt, original sind irgendwie 40 Gramm drin, das heißt, ich habe jetzt die doppelte Kältemittelmenge drin und der Kühlschrank kühlt immer noch nicht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat dieser Kühlschrank ein Loch, das heißt, da ist irgendwo ein Loch im Kühlsystem, oder die andere Möglichkeit ist, hier ist diese Leitung zu, der Filter zu und diese Leitung zu. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchschneide die Leitung, müsste das Kältemittel rauskommen. Wenn ich diese Leitung durchschneide und es kommt Kältemittel raus, dann ist dieses Kapillarrohr zu. Wir machen den Versuch, das ist keine Hexerei. Wir schneiden einfach hier diese Leitung durch und wir sehen, das hier kommt Kältemittel. Das heißt, das Kältemittel spritzt nicht in das Kühlsystem ein, kann nicht zirkulieren und durch das haben wir keine Kälteleistung. Das heißt, wir können jetzt probieren, diese Leitung zurückzuspülen mit sehr hohem Druck. Ihr seht jetzt hier, da kommt richtig Kältemittel raus. Das ist also mehr als die Füllmenge. Das heißt, hier ist diese Leitung ist zu und da kommt nichts.
die Leitung zurückzuspülen ist eine Möglichkeit. Da kann man einen neuen Filter einbauen, hier ein Füllventil einbauen und dann den Kühlschrank wieder in Betrieb nehmen. Ist aber im Verhältnis relativ ein großer Aufwand. Ich mache euch hier einen Link zu einem unseren Kühlschränken, der, ich sag mal, fast genau gleich groß ist. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.